Zum wahnsinnig runden 864. Geburtstag Moskaus gab es auf den Sperlingsbergen eine riesige Lichtshow. Designt wurde das Lichtspektakel vom Australier David Atkins, der auch die Eröffnungszeremonie der Olympiade 2000 und die Schlussveranstaltung der Winterspiele in Vancouver illuminiert hat. Verschiedene Lichteffekte verwandelten das Uni-Gebäude nacheinander in einen Gletscher, in ein Aquarium oder einen Raumhafen. Während des Events erklomm als Zugabe noch der bekannte französische Freeclimber Alain Robert das Gebäude. 100.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel gebannt und werden gehofft haben, dass sich auch zum 865. Geburtstag der Stadt ein finanzkräftiger Sponsor für einen so großartigen Event findet.